kann die Grundängste gut verstehen, dass die Roboter und die Computer Arbeitsplätze wegrationalisieren und die Menschen dann ohne Arbeit dastehen. Das ist aber eine Angst, die so alt ist wie die Automatisierung. Und ich glaube, in den nächsten 15 bis 20 Jahren ist diese Angst noch weitgehend unberechtigt. Wir werden nämlich erleben, wie bestimmte Tätigkeiten durch die Digitalisierung ersetzt werden. Aber es entstehen zum einen neue Tätigkeiten und zum anderen ist das ein Ausgleich für die demografische Entwicklung, die gerade in Deutschland in besonderer Art und Weise zu einem Rückgang der Erwerbsbevölkerung führen wird. Wir erleben ja jetzt schon, wie in bestimmten Bereichen, zum Beispiel in der Pflege, in der Ausbildung von Kleinkindern, also in der frühkindlichen Pädagogik, aber selbst im Handwerk die Fachkräfte knapp werden. Und ich glaube einfach, wir brauchen Digitalisierung in unterschiedlichsten Branchen, einmal um Menschen freizusetzen, für solche Branchen, wo eine Knappheit entsteht, aber auch in anderen Branchen die Produktivität zu erhöhen. Das Handwerk der Zukunft wird anders sein als heute. Und wenn wir zum Beispiel in strukturschwachen Räumen überhaupt noch handwerkliche Dienstleistungen ausreichend zur Verfügung haben wollen, dann brauchen wir hochproduktive Handwerksunternehmen. Und dazu trägt Digitalisierung bei. Arbeitnehmer werden sich so auf einen Bildungs- und Lernprozess einstellen müssen. Das heißt, sie können nicht davon ausgehen, dass das, was einmal Hänschen gelernt hat, als auch praktisch lebenslang für Hans ausreichen wird. Aber auch das muss ordentlich organisiert werden. Also wir dürfen nicht den Fehler machen und das zu einer Zwangsbeglückung machen, sondern die Lernprozesse können so organisiert werden, dass sie sogar Spaß machen und nicht als Herausforderung und Belastung betrachtet werden.